Provokanter Titel. Esoterik ist kein Quatsch. Tja, dem werden viele widersprechen und alle werden sagen, das ist ja voll der Quatsch. Aber die haben halt was nicht auf dem Schirm. Und die Wildrute, die erklärt hier sehr ausführlich, an welchen Stellen überall Esoterik kein Quatsch ist und an welchen Stellen das vielleicht Quatsch ist. Aber die Leute, die sagen, das ist grundsätzlich Quatsch, die haben halt den Unterschied so nicht verstanden, was Esoterik eigentlich denn für eine Wortbedeutung hat. Und es hat halt so eine Wortbedeutung eigentlich der inneren Wissenschaft, der Hinwendung zu dem Inneren, ja, im Gegensatz zu Exoterik, ja, nach außen Esoterik, nach innen hinwenden und über das Inwenden nach innen auch verbinden zur Quelle, nennt's Gott oder wie auch immer, ja, weil das ist ja in uns diese Verbindung und nicht da im Außen, oder? Nun, also sie erklärt hier auf jeden Fall viel über spirituelle Hintergründe und auch die Veränderungen in den Zeitqualitäten und zeigt auch anhand vom aktuellen Zeitgeschehen und Vorhersagen und Begebenheiten und Umständen ganz viel auf, dass es eigentlich normal wäre, Esoterik zu leben, sage ich mal, ja. Also in Form von einem Dienst am Selbst, im Dienst am Anderen, im Dienst an der Menschheit, sich zu besinnen auf Werte. Und Esoterik hat auch viel mit, das glaubt man nicht, ja, weil es eben in der Gesellschaft ist es eben ja so, hat es halt so ein Geschmäckle und so, und das sind so die Eso-Spinne und die glauben an dies, das, jenes, andere Dimensionen, Pendeln, Aluhüte, Pyramiden, was auch immer. Und es gibt da auch viel, ich sag mal, seltsame Produkte und es ist schwer zu beurteilen, welche davon wirklich seriös sind und einen Wirkungsgrad haben. Und wie überall gibt es halt Produkte, die halt keinen Wirkungsgrad haben, Scharlatanerie sind, gleich kaputt gehen, gar nicht funktionieren, aber das gibt's halt irgendwie bei irgendwelcher Elektro-China-Ware auch zuhauf. Und so ist es halt auch. Also wenn man sich natürlich so eine Esoterikmesse anguckt, naja, kann man ja mal machen, aber also gibt's auch welche, wo mehr seriöse Sachen sind als unseriöse, aber es ist schon, ich kann schon verstehen, warum jemand da von außen drauf schaut und sagt, oh, das ist mir irgendwie zu verrückt oder das sind aber Spinner oder die sind zu bunt oder nicht seriös oder so. Kann ich verstehen, ja, weil man schaut da so drauf und dann sieht es so aus und so. Aber die Wildrut erklärt quasi richtig hintergründig, dass es eben kein Quatsch ist und dass es auch dazugehört zu unserem Werdegang und zu unserer Entwicklung, vielleicht zur Evolution sogar als Menschen, dass wir uns so weiterentwickeln, dass wir offen werden für diese anderen Dimensionen und für die Zusammenhänge, die ja sich da zeigen, ja, sowieso. Und, aber dass wir da verantwortungsvoll mit umgehen und da müssen wir erstmal unser Weltbild renovieren. Deswegen wird es kaum jemandem gefallen, deswegen verkauft sich das Buch auch nicht so toll, weil das will halt keiner hören im sogenannten Mainstream, dass Esoterik kein Quatsch ist, weil die sagen halt, Esoterik ist Quatsch. Naja, also, und die wollen das ja gar nicht wissen. Aber da könnten sie es mal nachlesen. Und die, die es wissen, die brauchen das Buch auch nicht, weil die wissen ja, dass es kein Quatsch ist und leben ja damit. Also von daher war das vielleicht, haben wir übernommen von der Vorgängerin, aber Wildrut auch tolle Autorin. Sie schreibt brillante Zusammenfassungen von Sachverhalten, die sehr logisch sich dann erschließen dem Leser. Nur eben, ja, also lesen müssten es eigentlich die, die sagen, ja, aber ist ja voll der Quatsch. Aber da müssten sie sich erstmal hinwenden und sich fragen, naja, vielleicht ist es doch nicht alles Quatsch. Und wenn so viele sich damit befassen und da sogar so ein langhaariger Verleger ein Video drüber macht, irgendwie über so ein Buch, wer weiß, vielleicht wendet sich ja dem doch noch der eine oder andere hin.